So, meine lieben Kinderchen da draußen, hallo und ein herzliches Willkommen zurück zu einer weiteren Folge The Silent Ghost Demolition. So, wollen wir mal gucken, was heute wieder passiert. Ich bin ganz, ganz gespannt. Tessa, ich melde mich gleich wieder. Okay, das ist die Schwester von dem Geistermädchen, wenn wir uns wieder recht erinnern. Und, ja, sie suchte noch alte Habseligkeiten von der Erinnerung oder beziehungsweise von Sachen ihrer eigentlichen Familie, die sie noch von ihren Adoptiveltern behalten hat. Diese Erinnerung, die haben sie für sie behalten, so einen kleinen Schachtel. Die hat sie gesucht und jetzt geht's los. So, Tessa, was war das? Fuck, Tessa, geht's dir gut? Genau, die hat nämlich angerufen, denn du auf einmal hast geklopft an der Tür und bups, war sie weg. Antworte bitte, was ist passiert? Die ist aber natürlich offline, folgedessen. Ja. Aber die wird sich bestimmt sicherlich noch melden. So. Schätz. Organparty. Wow. Ich befürchte, Tessa könnte wegen Gabriela in Gefahr sein. Was ist passiert? Wieso glaubst du dieses? Ihr Videoanruf ist plötzlich abgebrochen. Da war komische Geräusche in ihr Keller. Ich habe einfach ein ungutes Gefühl. Ja, Fonzi schreibt. Die sind bestimmt jetzt zusammen, die Norma, die Fonzi. Gabriela verfolgt nach wie vor andere Ziele als Serena. Dass Tessa ihr ein Dorn im Auge sein wird, war zu befürchten, Tom G. Ja. Nein. Gabriela. Ja, aber dann haben wir jetzt zwei Geister? Ey, das wäre ja total scheiße. Gabriela als Geist und diese Serena als Geist. Nee, komm, hör auf. Nee, das lass mal schön bleiben. Ich denke mal, dass Gabriela einfach ein Ding von Serena ist. Oh mein Gott, hast du es mitbekommen? Daher, ne? Also ich denke nicht, dass das Gabriela und Serena zwei unabhängige Geister sind. Das glaube ich nicht. Da war auf einmal so ein kalter Schauer. Es hat sich angefühlt, als würde mich jemand nur mit seinen Blicken töten. Das war auf gar keinen Fall meine Schwester. Okay. Gabriela. Ich glaube, ich hatte noch nie so viele Angst. Ja. Okay, nochmal. Auf zum zweiten. Bobs. Mir geht's aber gut. Ich bin mittlerweile wieder in meinem Zimmer. Ich habe auch schon in den Karton reingeguckt. Du wirst es nicht glauben. Sekunde, ich schick dir kurz was. Dann hätte sich dein Videoanruf auch sparen können, tatsächlich, oder? Aber es ist cool, ich finde das geil, diese Videoanrufe, das macht Spaß. So, da haben wir es. Liebes Tagebuch, ich war heute wegen Übelkeit beim Arzt, meine fresse Schrift, und erfuhr, dass ich schwanger bin. Natürlich ist das ein bisschen früh, aber zu zweit bekommen wir das schon. Außer wird Mama sicher auch nicht dem Kind helfen. Klar sind da auch irgendwelche Zweifel, aber das wird ich. Ich werde Mutter. Und Tessa mit 6 Jahren Tante. Mama hat mir das schon oft erzählt, wie gerne sie irgendwann Enkel hätte. Klar, dass es so früh passiert, war jetzt nicht der Plan. Aber jetzt ist es, wenn du darüber freundlich tue. Oh Gott, die Schrift, Alter. Ich habe ihnen schon geschrieben, dass wir uns morgen nach der Uni. Uni? An der alten Winschbrücke treffen. Was passt besser als ein Ort, an dem Träume erfüllt werden? Ich werde jetzt auf jeden Fall schlafen gehen. Wir hören uns morgen. Deine Serena. Es hört sich nicht so an, als würde sie irgendwie an Selbstmord denken. Auf gar keinen Fall. Das ist Mord. Okay, sie freut sich auf das Kind und hat es denn wohl ihren Typen irgendwie erzählt? Der Name ist hier, glaube ich, gar nicht irgendwie drin, ne?
Hier steht jetzt nur, dass es früh. Ich hoffe, er wird sich genauso darüber freuen, wie ich es tue. Ich habe ihn schon geschrieben. Ich gehe mal davon aus, das war er. Na, ganz klar. Okay. Serena war tatsächlich schwanger und sie hat sich gefreut. Ich kann das einfach nicht glauben. Tut mir leid, dass du es so erfahren musstest. Also lagen wir doch richtig mit unserer Vermutung. Deine Schwester hat die ganze Zeit versucht, uns das mitzuteilen. Ich hoffe mit der Vermutung, dass es Mord gewesen ist, nicht wegen der scheiß Schwangerschaft. Das ist jetzt erstmal zweitrangig. Obwohl eigentlich ein Beweis dafür, dass es kein Selbstmord war. Ich werde ihm jetzt in aller Ruhe ihr Sachen ansehen. Melde mich sofort bei dir, wenn ich etwas gefunden habe. Warte bitte noch kurz. Wäre es okay, wenn ich dich in unsere Gruppenchat hinzufüge? Ja. Gute Idee. Ist vielleicht einfach für uns alle. Okay. Boah, Alter. Aber es zieht in den Augen, ne? Wenn es so verschwommen wird, dann zieht das extrem in den Augen. Bob. So. 8, 7, 9, 9, 9, 9. Nur ein neuer Kontakt wurde hinzugefügt. Klasse. So, Tom Giatessa der Gruppe hinzugefügt. Hallo zusammen, ich bin Tessa. Serenas Schwester. Tessa hat sich bereit geklärt, uns zu helfen. Ich war so frei, Tessa in die Gruppe hinzuzufügen. Außerdem wolltet ihr das ja auch. Danke, dass du uns hilfst, Tessa. Freut mich, dich kennenzulernen, Tessa. Hey, zum Glück geht's dir gut, Tessa. Hi, Tessa. Hallo, Tessa. Oh, wie schön. Oh, das bewegt sich richtig. Ach, wie schön. Schön, ich habe gerade Weihnachtswerbung angeschaut. So. Tut mir leid, was du denn mit deiner Kindheit durchmachen musstest. Schon in Ordnung. Ich kann mich an das meiste nicht mehr erinnern. Das Ganze ist nur mehr als 15 Jahre her. Abgesehen davon habt ihr wohl mein Mitleid verdient. Tomji hat dich also schon über unsere missliche Lage informiert. Hi, Tessa. Ja. Er hat mir von dem Video und dem Fluch erzählt. Und auch, dass ihm schon 2 eurer Freunde zum Opfer gefallen sind. Unsere Freundin Gabriela und ihr kleiner Bruder Quentin. Ihre 7 Tage sind abgelaufen. Sie sind beide ertrunken. Also genau wie bei deiner Schwester Tessa. Es ist einfach nur schrecklich, dass er auch gleich direkt auf den Punkt kommen muss, ne, Cedric? Wenn dieser Fluch tatsächlich in irgendeiner Verbindung zu meiner Schwester steht. Ich werde alles möglich tun, um euch zu helfen. Danke, Tessa, das wissen wir wirklich zu schätzen. Du bist aktuell unsere größte Hoffnung. Das bist du uns auch schuldig. Warum? Wer sollte so etwas antworten? Warum? Vielen Dank, Tessa. Sie können sich nicht vorstellen, wie erleichtert es für uns ist, Ihre Unterstützung zu haben. Von mir auch. Nichts dafür. Nicht dafür, Entschuldigung. Ich habe hier etwas gefunden und Tomji meint, es könnte für euch von Bedeutung sein. Ein Tagebucheintrag, den sie an ihren Todestag geschrieben hatte. Irgendwie ist das eine schöne Schrift, aber irgendwie kann ich sie nicht lesen. Ja, man muss das öfters mal so machen, immer durchlesen. Sie war also wirklich schwanger? Wir hatten also recht.
Für mich erließ sich dabei alles andere als eine Suizidgefährdete. Da hat er recht. Genau das ist uns ja auch schon in den Sinn gekommen. Sie freut sich sogar auf ihr Baby. Das steht aber, das sieht wirklich nicht nach einem Abschiedsbrief aus. Vielleicht wollte der Vater das Kind nicht. Tessa, haben Sie irgendeine Ahnung, wer der Vater sein könnte? Leider nicht. Ja, sie war da zu klein halt, ne? Mama hat vor ihrem Tod nie etwas von einem Freund erwähnt. Ich wusste nicht einmal, dass sie schwanger als ich wusste nicht mal, dass sie schwanger war, als sie. Ja. Woran ist deine Mutter gestorben? Was geht dich das an? Sie hatte damals Trost im Alkohol gesucht und ist bei einem Unfall tödlich verunglückt. Oh Gott, das ist so schrecklich. Das tut mir alles so endlich leid, Tessa. Wir müssen unbedingt herausfinden, mit wem sie sich getroffen hat. Und das ist das Allerwichtigste. Weil er hat was damit zu tun. Wenn jemand mehr über die Todesursache weiß, dann unser Mr. X. Ich sage euch, er hat sie auf dem Gewissen. Bist du jetzt Sherlock Holmes? Nein. Das hat die Polizei sicherlich herausgefunden. Zumindest sollten wir das in Erwägung ziehen. Jonathan, es hat schon mal einer von euch geschrieben, ein Zuschauer, dass Jonathan und ich irgendwie dieselben Gedanken haben. Und tatsächlich, ich weiß über den Text nichts, was Jonathan hier wirklich sagt. Das habe ich nicht gescriptet, das hat jemand anders gescriptet. Und folgendes ist aber sehr, sehr passend immer tatsächlich. Vielleicht wissen wir, welche Freunde oder Verwandte etwas über ihn. Meine Mutter, es war ein Einzelkind. So etwas wie Tante und Onkel hatte ich leider nicht. Und zu ehemaligen Freunden oder Bekannten von Serena habe ich leider keinen Kontakt. Zumal, wie gesagt, nicht ihr altes Alterdings, ne? Sie hat damals andere Sorgen gehabt oder keine Sorgen. Vielleicht, wenn Barbies Schuh nicht passt oder so. Ich wurde nach dem Tod meiner Mutter von einer lieben Pflegefamilie aufgenommen. Aber jetzt mal langsam. Wie kommt ihr darauf, dass meine Schwester ermordet wurde? Ich sag mal, das kannst du doch selber lesen in so einem Brief. Henry, dein Part. Wieso denn Henrys Part? Das sagt doch einfach der logische Menschenverstand, dass sie ermordet worden ist. Ich versuche, mich kurz zu fassen. Ihre Schwester Serena hängt in der Zwischenwelt fest. Sie nutzt das Video als Sprachrohr, um ihren Mordfall aufzuklären. Ich wusste es. Ich wusste es die ganze Zeit. Aber wieso nutzt ihr ein Video und nennt uns nicht einfach den Namen des Mörders? Eine berechtigte Frage. Vielleicht weiß sie es selbst nicht. Jetzt bin ich auf die Antwort von Henry gespannt. Warte mal, vielleicht weiß sie es selbst nicht. Oder wie sie sich mitteilen soll sonst, ne? Ja. Durchaus möglich, doch selbst wenn sie es wüsste, wäre sie nicht in der Lage, uns einfach ihren Mörder zu nennen. Ich versuche Ihnen das zu erklären. In den letzten 20 Jahren bin ich öfters auf das Phänomen gestoßen, doch ich erkläre es Ihnen an einem Fallbeispiel. Eine junge Frau wurde von ihrem Onkel ermordet. In ihrem Tagebuch erschienen plötzlich rätselhafte Hinweise.
Sie versuchte, mich zu leiten, ohne direkt den Mörder zu nennen. Ich konnte den Fall letztendlich lösen und ihre Seele befreien. Aber inwiefern hat sie denn was mit einem Video, mit einem Handyvideo gemeinsam? Oder was zu tun? Tagebuch macht ja Sinn, aber ein Handyvideo? Für mich gibt es dann demnoch nur eine plausible Erklärung. Geisterwesen können lediglich Hinweise streuen. Es ist ihnen jedoch nicht möglich, wie in unserem Fall, ihren eigenen Mörder zu nennen. Du meinst, wie bei dem Spiel Tabu? Wow, Ruby. Gleich ein Foto parat, oder? Nur Tipps, aber niemals das Wort selbst? Sowas in der Richtung, ne? Sehr stümperhaft ausgedrückt, aber ja. Aber ich verstehe nicht, wenn sie doch eure Hilfe braucht, dass sie euch gleich umlegt. Wieso droht sie, euch nach 7 Tagen zu töten? Und was haben wir mit ihr zu tun? Tessa, ich schreibe Ihnen kurz privat. Es gibt da doch noch einiges, was Sie vielleicht wissen sollten. Bitte lassen Sie uns duzen. Okay, natürlich. Das kriegen wir hin. Ja. Wartet mal kurz. Habe ich Ihnen schon geschrieben, dass wir uns morgen nach der Dings an der... Ja, genau. Leute, sie trafen sich nach der Uni an der Wunschbrücke. Kennst du die Brücke etwa? Meinst du jetzt wegen der Tageszeit? Worauf willst du hinaus, Wolf? Na, ja, dass er sich da runtergeschubst hat. Die Uni... Könnte ein weiterer Anlaufpunkt für uns sein. Oh. Zumindest wird das eine lange Suche sein, aber könnte klappen. Wenn beide auf die gleiche Uni gingen, finden wir vielleicht heraus, wer der Vater war. Tessa, weißt du zufällig, auf welche Uni deine Schwester ging? Leider nicht. Oh, die weiß gar nichts. War das überhaupt deine Schwester? Aber ich versuche es irgendwie herauszufinden. Ich melde mich gleich wieder. Okay. So weit, so gut. Mutti. Moin, mein Jung. Hab grad Post bekommen. Töröt. Ach ja, wegen dem Buch, ne? Frank hat mir Testexemplar von meinem neuen Backbuch geschickt. Hier, guck mal. Hier, mit dem Backblech um die Welt. Ja. Wow, wie cool ist das denn? Bisschen verspielt. Und wie gefällt es dir? Ich bin total aus dem Häuschen. Und dein Lieblingskuchen ist auch mit dem Titelblatt. Guck mal, ich bin sowas von aufgeregt. Stell dir mal vor, du gehst in die Buchhandlung und da steht mein Buch. Wie geil. Ich kann das immer noch nicht so richtig glauben. Meine Mutter, die Bestseller-Autorin. Ein Käufer hast du schon mal. Freu dich bitte nicht so früh. Bis dahin ist es noch ein langer Weg. Komm, wir machen mal da mit, ne, bei diesem Spiel. Jetzt werde ich aber echt rot. Soll man nicht so. Oh, dein Vater kommt gerade nach Hus.
Ich schau ihn mal direkt in den Wurf. Melde mich später, mein Junge. Tschö. Ich habe tatsächlich etwas gefunden. In der Kiste Serenas früherer Studentenausweis. Oh, geil. Die hatte echt eine Kackfrisur, das muss man ehrlich mal sagen, ne? Aber andersrum war ja eine andere Zeit, ne? Serena Blake. Studenten-ID. Aha. Was sagt man dazu? Sie war auf unserer Uni. Dann würden wir doch was von der Wunschbrücke wissen. Prof, waren Sie denn vor 15 Jahren schon Dozent an Universität? Vielleicht sind Sie ja sogar früher einmal begegnet. Sind Sie ihr begegnet? Ja, ich habe zu diesem Zeitpunkt bereits an der Universität gelehrt. Aber ich muss passen, Chiara. Sie ist mir gänzlich unbekannt. Das ist nicht doof. Vielleicht haben wir deswegen die Arschkarte gezogen. Wegen, achso, ja genau. Weil wir alle auf der gleichen Uni waren, wie sie sind. Deine Theorien werden ja immer besser. Ja klar, und die anderen 10.000 Studenten hat sie vergessen. Wenn sie die an die Uni war, ergibt es ja vielleicht irgendwelche Unterlagen über sie. Zumindest haben wir ja auch die ID-Karte. Folgedessen könnten wir da was rausfinden, welche Klasse sie war. Und dann gehen wir davon aus, ja, dass die anderen auch in ihrer Klasse waren. Klasse? Nennt man das so? An der Uni? Ich weiß nichts. Kurs. Sowas in der Richtung. Ich bin Busfahrer. Davon ist auszugehen. Die gesetzliche Aufbewahrungsfrist für Personalakten beträgt 20 Jahre. Ich werde die nach Vorlesungsschluss, wenn alle weg sind, die nach den Unterlagen suchen. Hoffentlich finden sie etwas über sie. Ich drücke ihnen alle die Daumen. Ich habe... Siehst du sie schon doppelt? Keine Sorge. Ja, sie seufzt sehr viel, ne? Durch die anregenden Gespräche mit Henry komme ich kaum dazu, etwas zu trinken. Ach, ist das so, ja? Man will ja auch nüchtern sein. No more information. Oh, oh, anregende Gespräche. Oh, oh. Bang, bang, bangli bang. Ich sag bang, bang, bangli bang, 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 bang. Okay. Also mich freut es, dass ihr beide Kriegsbeil begraben habt. So, Lea, die hat uns ein Video geschickt, Kinder. Dieses Video gucken wir uns in der nächsten Folge an, ihr süßen Zuckermäuse da draußen. Wir machen Chico für heute. Ich werde versuchen, morgen noch meine Aufnahme aufzunehmen. Und wir sehen uns dann wieder. Bis dahin. Danke fürs Reinschalten und ciao.